Ja, moin moin. Ein Leseschatz ist mal wieder ins Taschenbuch gekommen. Das ist ein Autor, den ich sehr feiere. Das ist jemand, der großartige Unterhaltungsliteratur schreibt, aber das schon so, dass er sehr komplexe Werke schreibt. Romane, die auch tiefgründig in die Philosophie gehen können, wenn man es denn möchte. Er sich immer mit Identität auseinandersetzt. Sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich Cloud Atlas bzw. Wolkenatlas. So ja auch die Verfilmung, die schon gelungen ist. Wer die Romane von David Mitchell kennt, weiß, dass man sich immer wieder auf ein etwas mehr freuen kann. Und so ist es zum Beispiel bei den Romanen, die ich jetzt vorstellen möchte, Utopia Avenue. Auch so, dass man sich hier freut, dass hier der Gitarrist De Zuid heißt. Jakob De Zuid. Den kennen wir schon aus einem historischen Roman, den David Mitchell geschrieben hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass alle Romane irgendwie immer ineinander greifen. Das macht er immer wieder großartig. Man muss aber überhaupt keine Vorkenntnisse haben. Jedes Buch steht natürlich für sich. Auch dieser Roman fällt ein bisschen aus dem Reigen seiner bisherigen Werke heraus. Es ist nämlich ein fiktiver Biografieroman über eine Rockband, am Ende der 60er Jahre. Und da holt er mich natürlich nochmals ab, weil ich bin Rockfan, ich liebe diese Musik, ich zelebriere die. Und das ist auch etwas, was hier in diesem Buch spürbar ist. Das ist hier in diesem Buch nämlich auch der Fall, dass hier diese Musik als Tendenz gefeiert wird, als Lebensgrundlage, als Lebensphilosophie. Utopia Avenue ist halt jene Band, die große Erfolge feierte, zwei Alben aufgenommen hat, zwei Platten gepresst hat, dann aber auch auseinandergeht. Und hier werden verschiedene Perspektiven erzählt und es tauchen natürlich auch Weggefährten der Zeit auf. Also große Musiker, die wir alle kennen, werden hier auch kurze kleine Rollen bekommen bzw. auftauchen. Es beginnt mit dem Bassisten der Band. Die Band besteht in Folge aus dem Bassisten, aus den Gitarrenvirtuosen, aus einer Folksängerin und aus einem Jazzdrummer. Die kennen sich aber erstmal noch nicht. Es beginnt nämlich damit, dass der Bassist gerade einen Trickbetrug anheimgefallen ist, sein Geld verloren hat, seine Miete nicht mehr zahlen kann, auf der Straße ist und auch noch seinen Job verloren hat. In einem Club spielt gerade ein Konzert, wo er noch hingeht und diese Band, die gerade dort spielt, wird in der Konzertpause auseinandergehen. Der Manager dieser Band erkennt ihn und sagt, komm, würfelt die neu zusammen. Und das ist die Geburtsstunde von Utopia Avenue. Diese Beweggründe und diese sind unterschiedlich. Auch die Bandmitglieder kommen aus jeweils einem anderen sozialen Umfeld. Und das macht diesen Roman so spannend, dass man wirklich dort eintaucht. Erstmal in die Zeit, den Ursprung der Rockmusik, den Ursprung dieser sehr fiebrigen Zeit und gleichzeitig auch diese Liebe zum Detail, die Liebe zu der Musik. Also die großen Verheißungen der Rockmusik, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sind natürlich hier auch Bestandteil. Ein farbenfroher, großartiger David Mitchell-Roman, der in den Reigen aller seiner Werke gehört, irgendwie anders ist, aber dann doch wiederum nicht. Und was ich schon sagte, alle seine Werke gehören eigentlich irgendwie gelesen und man freut sich als Mitchell-Fan, dass hier und dort doch wieder sich was zum Ganzen fügt. Übersetzt wurde das Buch von Volker Oldenburg und ich wünsche ganz viel Spaß. Laut Musik hören und lesen, abtauchen und Spaß haben. Tschüss!